Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Mittwoch, den 26. September. Zuerst langsam geht es Richtung Monatsschluss und heute gibt es noch einen guten Impulsgeber. Die amerikanische Notenbank, die Fed, liefert wohl den nächsten Zinsschritt. Viel wichtiger wird aber wohl die Pressekonferenz eine halbe Stunde später. Wie wird der Ausblick sein? Wie oft fällt das Wort Strafzölle? Also das wird interessanter sein. Der Zinsschritt ist schon erwartet und durfte eingepreist sein von den Märkten. Aber wie ist der Ausblick? Das wird interessant sein. Aber bis dahin, 20 Uhr ist der erste Zinsentscheid, 20.30 Uhr die Pressekonferenz, könnte der DAX ein bisschen weiterhin in Lethargie verfallen, wie aktuell. Hier ist die DAX-Wochenschau, die DAX-Wochenkerze, eine Inside-Week und ein kleiner Doji. Also sehr gemütlich bisher die Woche, ohne große neue Signale. Und ja, aber auch der Support hält bisher erstmal 100 hier bei 3,65 knapp weiterhin verteidigt. Der erste Widerstand bei 4,30 und dann 4,60 auch weiterhin verteidigt. Gibt es noch einen Impuls? Ansonsten könnte auch die Bewegung hier nach unten, wenn der DAX so abschneiden würde in dem Monat und die Woche, könnte er in der kommenden Woche diese Bewegung erst unten abarbeiten. Ne? Aber schauen wir erstmal noch. Es gibt ja nun, wie gesagt, noch einen wichtigen Impulsgeber. Unterhalb der 3,65 nachhaltig während diese Bewegung Richtung 200, 180 aktiviert. Oberhalb der 430, der 460, das ist über Vorwochen hoch, ruft er das mittlere Bollinger Band hier bei 530 und 550. Wäre diese Zone dann auf Wochensicht durchaus noch möglich. Gut, aber es ist ja keine Signale in keine Richtung hier, weder bullisch noch bärisch. Erster Widerstand hält 430, 460 und unterhalb der Abwärtstrendlinie hält weiterhin und auch der SMA 100. Schauen wir mal, ob heute mehr Bewegung möglich sein wird. Wahrscheinlich erstmal nicht. Hier der DAX Tagesschart zu erkennen. Hier die fallende Trendlinie. Hier auch die Trendlinie rot eingezeichnet. Er hangelt sich genau in dieser Trendlinie entlang. Und ja, durchbricht sie bisher nicht. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber wirklich absetzen kann er sich auch nicht. Und das ist auch schon ein bisschen fraglich. Ne? Man hat ja eigentlich einen Ausbruch gesehen. Ja? Bear Gap. Und Tag darauf eben nicht die Fortsetzungskerze, sondern wieder eine bärische Kerze, erstmal wieder das Gap Close und hängt man am Trend, hängt man direkt am Trend mehrere Tage lang, ohne dass hier ein Impuls gesetzt wird. Das ist kein großes Signal von Stärke. Aber heute könnte vor der Fed noch, könnten die Bullen noch kleine Akzente setzen. Es deutet sich für ein relativ stabiler Start an, wenn der Start im CETA DAX gegen 9 Uhr oberhalb der 3,75 erfolgt, dann könnte man sich hier nochmal nach oben bewegen. Eine Kerze nach oben ausbilden, dann könnte man die gestrige Tageshoch überbieten. Ja, Richtung 4,30 wäre dann wahrscheinlich und vielleicht sogar dann noch Richtung 4,60. 4,50 wäre hier der immer 100, ne? Der könnte dann durchaus einen Test erfahren. 4,51 wäre sehr interessant, wenn man stabil hereinkommt. Dann wäre nach 4,30 die 4,50 durchaus ein interessantes Ziel. Dann könnte eben auch, wenn wir weiterhin so lethargisch unterwegs sind, von der 3,75 zur 4,50 heute eine erste Tagesrange ausgebildet werden. Bis es dann 20 Uhr vielleicht Signale von der Fed gibt. Oberhalb der 4,60 wäre hingegen eine weitere Bewegung Richtung 4,80, 500 möglich. Dann sind wir schon nah an dieser Trendlinie oder sind wir schon an der Keiloberkante angekommen. Aber hier sind eben sehr viele, viele Widerstände. Die ganzen Kleider in Deutschland, SMA 100, SMA 200, der EMA 200. Also das ist jetzt schon richtiger Widerstandscluster ab 500, 550 Richtung 600. Das ist wirklich ein richtiger Widerstandscluster. Und ja, bleibt man unterhalb der 3,75, also doch schwächer reinkommen. Unterhalb der 3,75 geht es halt wieder Richtung 3,50, 3,30. Das wäre man dann hier schon an der Unterkante von dem CETA-DAX der Trendlinie bei 3,30. Dann wäre dann diese Range hier aktiv. Die Unterkante verläuft im Future etwas niedriger. Da wären wir schon fast bei 300. Und gestern haben wir diesen Future getestet. Sehen wir ganz genau. Ne? Da hat er die eher im Future beachtet. Geht es bis knapp 300 wäre dann möglich. Ne? Wenn wir jetzt hier an der 430 bereits Probleme kriegen, wäre das diese Bewegung vielleicht sogar noch denkbar. Aber auf alle Fälle wird es wohl keine neuen Signale geben bis 20 Uhr. Vielleicht auch nicht bis, vielleicht auch nicht später. Auch nicht, weil einfach sehr viel erwartet. Die Erwartungshaltung ist schon ziemlich vordefiniert vor der Ratssitzung. Da müsste es schon Überraschungen geben in der Pressekonferenz. Also fassen wir noch kurz zusammen. Der DAX weiter in enger Spanne. Enger Spanne weiterhin wurde der Abwärtstrend kürzlich gebrochen, Abwärtstrend verteidigt. Heute könnte nochmal
könnten die Bullen nochmal Akzente Richtung erste Widerstände setzen. Es wird speziell interessant, wenn er die 3,75 zum Start hält, dann wäre Endbewegungshof 4,30, 4,50, da eben 100, sehr interessant, darüber die 4,60. Und wenn er diese wirklich auch noch nimmt mit Dynamik, dann wäre in ein Test der 4,80, 500er Zone dann sogar auch noch möglich. Eher wäre die erste Spanne bei 3,75 Richtung 4,30, 4,50 zu finden. Unterhalb, falls es doch schwächer reinkommt, der Future deutet es gerade nicht an, aber manchmal täuscht er ja an. Unterhalb wäre dann wieder die 3,50 und die 3,30 eine erste neutrale Zone, falls man dann wirklich schwächer reinkommt. Im Future wäre sogar die 300 noch zu nennen. Aktuell ist es wahrscheinlich, dass die Bullen erste kleine Akzente setzen werden in den Tag. Aber auch mal schauen, ob es bis in den Tagesschluss hinein reicht. Falls man den Trend zurückfahren unter die 300 nachhaltig, wäre die Bewegung Richtung mittleres Bollinger Band aktuell bei gut 12.200 aktiviert. Das wäre eher nichts für heute, zumindest nicht, wenn es ein neutraler Tag bleibt, dann müsste es schon starke negative Überraschungen geben. Dann wäre jedenfalls aktiviert und hier würde sich dann die wichtige, interessante Rebound-Zone anbieten. 200, 150, 180. Gut, das soll es der Wert gewesen sein. Warten wir ab, wie der DAX hineinkommt. Aktuell bietet sich eine kleine Chance für die Bullen an, nochmal Richtung erste Widerstandszone hier bis zu 450 ungefähr anzusteuern und diese mal nochmal zu testen. Gut, die soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns dann gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net und schauen dann mal, ob der Start denn wirklich solide erfolgt. Vielen Dank und bis gleich. Ciao.